In diesem Video möchte ich die AFA im Fritzbox 7530 mit der 7590 vergleichen. Die größere und leistungsfähige Fritzbox 7590 wurde Anfang 2017 vorgestellt und war damals die erste Fritzbox mit Unterstützung von VDSL Super Vectoring und Nachfolger der bekannten AFA im Fritzbox 7490. Die kleinere 7530 wurde Mitte 2018 vorgestellt und ersetzt die 7430, ist jetzt auch etwas kleiner und leistungsfähiger geworden und ist ein Einstiegs-WLAN-Router. Beide Router können am DSL- oder VDSL-Anschluss betrieben werden. Hier hinten über die graue Buchse und dem mitgelieferten Anschlusskabel wird das Ganze einfach mit der Telefondose verbunden und dann die DSL- oder VDSL-Verbindung hergestellt. Auch VDSL-Vectoring bis 100 Mbit oder VDSL-Super-Vectoring bis 300 Mbit pro Sekunde werden technisch unterstützt. Also zum Beispiel die Telekom Magenta zu Hause XL-Tarife. Auch ein Glasfasermodem kann vorgeschaltet werden und damit auch Anschlüsse mit zum Beispiel 1000 Mbit pro Sekunde oder Gigabit-Geschwindigkeit. Bei der 7590 gibt es dafür sogar einen eigenen WAN-Port hier in Blau, wo ich das Glasfasermodem anschließen kann. Und bei der kleineren 7530 kann ich einen der gelben Netzwerkports oder LAN-Ports entsprechend nutzen, um das Glasfasermodem anzuschließen. An den USB-Ports der beiden Fritzboxen können auch Funksticks angeschlossen werden, also um eine mobile Verbindung via LTE oder HSPA zu verwenden. Nicht unterstützt hingegen werden die Magenta Zuhause Hybrid-Tarife der Telekom und DSL, VDSL, Festnetz mit dem LTE-Mobilfunknetz kombiniert wird, also die Bündelung von Festnetz und Mobilfunk. Um diese Tarife zu nutzen, benötigen Sie den Telekom Speedport Pro Router, der hier im Hintergrund zu sehen ist. Beide Fritzboxen haben einen integrierten Gigabit-Netzwerk-Switch, entsprechend mit 4 Ports. Das sind hier diese gelben Dosen an der Rückseite, die Buchsen. Dort können 4 Netzwerkgeräte mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde je Port angeschlossen werden. Bei der 7530, wenn ich da ein Glasfasermodem am LAN Port 1 habe, dann stehen halt nur noch 3 Buchsen zur Verfügung. Beide Router haben Dual WLAN integriert, das heißt die gleichzeitige Nutzung von 2,4 GHz und 5 GHz. Bei der 7530 auf dem WLAN-Endstandard mit 2,4 GHz werden Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit pro Sekunde erreicht und bei der 7590 sind es im WLAN-Endstandard bis zu 800 Mbit pro Sekunde. Im WLAN-AC, also im 5 GHz Band, erreicht die kleinere Box Geschwindigkeiten von bis zu 866 Mbit pro Sekunde und die größere Geschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbit pro Sekunde. Erreicht wird das bei der 7590 auch mit der MIMO-Antennentechnologie, die die kleinere Box halt nicht hat. Das heißt also mit 4x4 Technologie, 4 WLAN-Antennen, die auch parallel funken, auch mit Multi-User-MIMO, das heißt also auch zu einem User können mehrere Kanäle aufgebaut werden, aber auch parallel können mehrere User die WLAN-Kanäle gleichzeitig nutzen und so werden besonders hohe Datenübertragungsraten im kabellosen Internet erreicht. Beide Fritzboxen sind Mesh-fähig, das heißt, sie können sich ihr eigenes Mesh-Netzwerk aufbauen mit entsprechenden Zusatzkomponenten, also WLAN-Repeatern, wie zum Beispiel hier diesem 1750 oder auch hier diesen aktuelleren Fritz-Repeater, aber auch mit den Powerline-Adaptern mit WLAN können Sie dieses Mesh aufbauen, das heißt also die WLAN-Versorgung in Ihrem Haus und in Ihrer Wohnung verbessern, indem Sie halt in Räumen, die bisher schlecht versorgt sind, einfach diese zusätzlichen Komponenten installieren. Und dann erfolgt auch ein nahtloser Übergang. Das Mesh-Netzwerk schaut immer, wo zum Beispiel Ihr Smartphone die beste Verbindung herbekommt und bucht sich entsprechend in dieses Endgerät dann ein. Mit den Fritzboxen können Sie aber nicht nur im Internet surfen, sondern auch telefonieren. Dabei wird auch der IP-Anschluss der Telekom unterstützt, also Internettelefonie. An der Seite jeweils ist eine Buchse, um ein analoges Telefon- oder Faxgerät anzuschließen. Auf der Rückseite jeweils der dazu passende gleiche Port, Phone Port 1. Das heißt also, ich kann entweder mit einem Western-Stecker oder halt mit einem normalen THE-Stecker das Endgerät anschließen. Zusätzlich hat die 7590 noch einen zweiten Phone Port 2. Da kann ich also ein zweites Telefon anschließen. Wenn das zweite Telefon auch nur einen THE-Stecker hat, dann kann ich hier entsprechend noch einen mitgelieferten Adapter anschließen und habe dann hier ebenfalls nochmal
eine TRE-Buchse. An der 7590 gibt es im Gegensatz zur kleineren Fritzbox auch zusätzlich einen ISDN S0. Das heißt, hier können ISDN-Telefone oder eine vorhandene ISDN-Telefonanlage angeschlossen und weiter genutzt werden. In beiden Endgeräten ist eine DECT-Basisstation integriert. Hier können bis zu 6 Schnurlos-Telefone verbunden werden, um dann damit zu telefonieren. Außerdem gibt es hier Zubehör neben den Fritz-Phone-Modellen, zum Beispiel auch diese Schaltsteckdosen, die ebenfalls per DECT-Standard verbunden werden. An beiden Routern gibt es seitlich einen USB-3-Port. Dort können Sie zum Beispiel einen Drucker anschließen zur gemeinsamen Verwendung oder eine USB-Festplatte oder USB-Speicherstick, wo dann auch die Daten gemeinsam im Netzwerk genutzt werden können. Oder alternativ ist es auch möglich, einen Funkstick anzuschließen, um zum Beispiel eine LTE-Datenverbindung über den Router zu nutzen, zum Beispiel bis der Festnetzanschluss geschaltet wird oder auch wenn der Anschluss mal ausfallen sollte. Bei der 7590 gibt es zudem nochmal einen weiteren zweiten USB-3-Port. Der Lieferumfang ist relativ ähnlich bei beiden Boxen. Ich habe die Geräte selber, habe hier die Schnellstartanleitung und das Routerheft mit den Zugangsdaten, also WLAN-Kennwort und Gerätepasswort. Dann habe ich jeweils das externe Netzteil für die Stromversorgung, habe dann das DSL-Kabel für den Anschluss am DSL- oder VDSL-Anschluss, also die Verbindung zur TRE-Telefondose. Bei der 7590, die ja schon etwas länger auf dem Markt ist, gibt es zudem noch dieses DSL-Telefonkabel. Das heißt, wenn Sie noch einen älteren DSL-Anschluss haben, der noch nicht IP-basiert ist, dann können Sie das dort auch noch mit DSL-Splitter und NTBA betreiben. Das wäre dann halt dieses Kabel und der Adapter, aber wird im Regelfall heutzutage nicht mehr geschaltet. Also das relevante Kabel ist hier dieses DSL-Kabel. Ein 1,5 Meter langes Netzwerkkabel ist bei beiden Boxen dabei. Bei der moderneren oder neueren Box ist es hier ein flaches Netzwerkkabel, bei der 7590 noch ein herkömmliches. Und den vorhin schon erwähnten Telefonadapter hier für die 7590, der ebenfalls dem Lieferumfang beiliegt. Beide Fritzboxen haben einen geringen Energiebedarf und auch verschiedene Eco-Funktionen. Die kleinere 7530 verbraucht im Mittel etwa 6 Watt und die größere 7590 liegt bei etwa 9 bis 10 Watt im Stromverbrauch. Beide Router unterstützen auch Magenta TV, das Fernsehen der Deutschen Telekom. Das heißt, diese Magenta TV Receiver kann letztlich mit der Fritzbox verbunden werden und auch von der Leistungsfähigkeit her ist es kein Problem, da mehrere UAD- oder 4K-Videostreams Fernsehen in hochauflösender Qualität darzustellen. Interessenten, die bisher noch keinen Telekom-Breitband-Internetanschluss nutzen, können sowohl die 7530 als auch 7590 bei uns mit Vertrag günstig bestellen. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite oder Sie rufen einfach unsere Hotline an, lassen sich dort unabhängig beraten, welche Tarife an Ihrer Anschrift verfügbar sind und können dann auch am Telefon die Fritzbox mit Telekom-Vertrag bestellen.